Ein Beispiel, da habe ich Potenzen drin, da habe ich alles Mögliche drin. Ist gar nicht so schwer, wenn man ganz stur ist. Wir gucken uns jetzt erstmal die nicht die Potenzen an und sagen ganz einfach, oh, die drei und die drei, die kann ich doch kürzen durch drei. Drei durch drei ist eins, immer schön mitsagen. Die fünf und die fünf, die kann ich auch schön kürzen durch fünf. Fünf durch fünf ist eins, fünf durch fünf ist eins. Ne? Immer im Stillen sagen, durch was ich kürze. Und jetzt gucke ich mir nochmal die Potenzen an, bevor ich hier irgendwie was verändere. Hier steht doch eigentlich 10 mal 10 mal 10 mal 10, also die 10 sechsmal hintereinander. Und hier 10 mal 10 mal 10 mal 10, also die 4 zehnmal hintereinander. Guckt mal hier nochmal bei Potenzgesetzen, die kann man sich selber herleiten. Wenn man das also nicht weiß, sagt man ganz einfach, warte mal, mache ich mal nebenbei. 10 mal 10 mal 10 mal 10 mal 10. Wie viel habe ich jetzt? 1, 2, 3, 4, 5 und nochmal 10. Und unten drunter steht das Ganze viermal. Also 10 mal 10, 10 mal 10. Und jetzt kürzen sich doch die und die, bleibt eine 1. Die und die bleibt jeweils eine 1. Die und die bleibt jeweils eine 1. Die und die bleibt auch eine 1. Dann bleiben die beiden noch übrig. So also kann man sich die Potenzgesetze nebenbei nochmal schnell herleiten. Aber guckt nochmal hier, ich habe hier links angebracht dazu. So, und dann sage ich, okay, also wenn ich das weiß, dann kürze ich durch 10 hoch 4 ist 1, durch 10 hoch 4 ist 10 hoch 2. Guckt hier oben nach. Oder leitet es euch immer selber her. Jetzt schreibe ich den ganzen Kram mal sauber ab. Hier oben steht 1 mal x mal die 10 hoch 2 mal 1. Diese 1, die schenke ich mir. Ich sage also, das ist 10 hoch 2 mal x. Und hier unten stehen lauter Einsen, also kann ich mir den Rest schenken. Und das soll 10 sein. Jetzt, wer da Schwierigkeiten hat, der sagt 10 mal 10 ist 10 hoch 2. Der schreibt statt 10 hoch 2 lieber eine 100 hin. Und sagt, okay, ich dividiere durch 100. Das ist für die meisten übersichtlicher, als nochmal mit der Potenz sich rumzuärgern. Jetzt steht hier, durch 100 bleibt das x übrig und hier steht 10 Hundertstel. 10 Hundertstel kann ich aber nochmal die Nullen wegstreichen. Auch nochmal gucken, wie man das macht. Das ist Kürzen durch 10. Ne? Also x ist dann ein Zehntel. Ich hoffe, ich habe es verständlich erklärt. Ich werde zum Schluss noch links anbringen. Hier überall. Hier oben habe ich es angebracht. Achtet immer oben auf das Feld. Kann man draufklicken und dann klappt das eigentlich. Ich hoffe, das war verständlich. Na denn, viel Glück. Tschüss.